kommen wir zu Platz Nummer 2. Wer ist denn mein das? Favorit. Mein Favorit ist leider nur Zweiter geworden. Und der ist... Dann geht Platz Nummer 2 an Johannes! Johannes, auch für dich gibt es einen Expresspass. Das heißt, du kannst nochmal ganz schnell, gerade mit so feuchten Klamotten, will man ja auch irgendwie schnell vorankommen. Und die gibt es heute nicht mehr im Park zu kaufen. Die sind jetzt nur noch exklusiv für uns. Und es gibt auch keine Expresspässe mehr zu kaufen. Großartig, also insofern ist es ganz großartig. Auch von mir kriegst du ein Küsschen. Das ist jetzt erst. Wunderbar, jetzt habt ihr alle einen Knutschmund. Und der erste Platz geht an unseren Spontankandidaten, an Jörn! Herzlichen Glückwunsch, Björn. Und du bekommst den Hotelgutschein für das Port Royal. Mit herzlichen Grüßen vom Rosatag im Heidepark und dem Heidepark selber und der CSD Nordkooperation. Habe ich irgendjemand vergessen? Und du kriegst natürlich auch einen Kurs, aber du kriegst ihn auf den Mund so ähnlich. Der Wet Contest. Nun, jetzt war ich spontan dabei, habe auch noch zufällig gewonnen. Ich bin selber überrascht. Es hat sich anscheinend gelohnt. Ich habe einen Gutschein gewonnen. Ich bin überrascht. Es hat Spaß gemacht und es war feucht. Und jetzt haben wir hier auch schon im Heidepark den Heidekönig neben mir. Dein richtiger Name ist? Pierre. Und du bist quasi der zweite Heidekönig, so wie ich es verstanden habe. Ich bin der Adjutant, genau. Also Vize-Heidekönig. Okay, wie wird man Vize-Heidekönig? Ja, also Heidekönig oder Vize-Heidekönig wirst du, wenn du bei der Wahl in Lüneburg dran teilnimmst, also bei der CSD Opening Party und ein paar Fragen beantwortest, ein bisschen sexy dich darstellst, nicht zu blöd bist und Spaß an der Sache hast. Hast du daran spontan teilgenommen oder war das geplant von dir? Ich muss ehrlich gesagt sagen, es war geplant. Ich hatte da vor einem Jahr von gehört und fand das ziemlich interessant und wollte mal ausprobieren, ob ich das auch schaffen kann. Okay, was sind denn so die Aufgaben des Heidekönigs? Ja, die Aufgaben des Heidekönigs sind repräsentativ für die Region Lüneburg, sich darzustellen, Aufklärungsarbeit zu leisten, Präventivarbeit. Wir verteilen ja bei CSDs zum Beispiel Flyer oder Kondome. Das heißt, wir wirken da gut bei der Präventionsarbeit mit. Also ist das für dich quasi auch eine verdammt wichtige Sache, die du auch vom Herzen machst? Auf jeden Fall, die Präventionsarbeit gehört dazu. Der Spaßfaktor ist natürlich auch hoch, aber man sollte nicht vergessen, dass das auch eine ernsthafte Angelegenheit ist. Ich meine, ich verbringe meine Freizeit hier damit und versuche damit mal ein bisschen Menschen in die Position zu bringen, dass Homosexualität nicht schlimm ist und vor allem, dass man auch halt auch vor Krankheiten aufpassen muss. Wie findest du den Rosatag hier im Heidepark? Ja, ich bin das erste Mal bei diesem Rosatag im Heidepark dabei, ist total geil. Könnte noch ein bisschen spritziger, spannender sein mit mehr Action, aber ich finde ihn allgemein cool. Und auch, dass so viele, wie man sich hier sieht, so viele Homosexuelle und Friends da sind, finde ich total cool. Hast du schon mal erlebt, dass sich Leute hier dumm angucken, weil du schwul bist? Sowas kommt, denke ich, immer mal wieder vor, weil das Verständnis einfach noch nicht so ganz da ist in der Gesellschaft. Also staatlich sind wir ja gut angekommen, siehe Lebenspartnerschaft, aber gesellschaftlich braucht das einfach noch weitere Entwicklung. Und woran meinst du, ist das Problem, dass das so ist? Also es fehlt auf jeden Fall Aufklärungsarbeit in den Schulen. Das ist ganz wichtig. Das möchte unser Steve der erste Jahr auch machen. Er möchte an die Schulen gehen und Aufklärungsarbeit leisten. Weil die Jugendlichen einfach gar kein Verständnis dafür haben, dass Sexualität nicht das Einzige im Leben ist, sondern dass es eigentlich um Liebe geht. Was wirst du heute noch direkt hier machen? Also ich bin bei der Parade gleich dabei und bei dem Fototermin und dann bin ich noch privat auf der Party später unterwegs. Okay, bist du eigentlich schon eine Attraktion gefahren? Ja, wir waren vorhin in Desert Race. Was ja die neueste Attraktion ist, ich war vor ein paar Jahren hier, da gab es den noch nicht. Da war das Kolossos ja sehr interessant. War geil. So, wir gehen jetzt weiter Richtung Kolossos. Da wird jetzt das Fotoshooting 2010 des Rosa Tag stattfinden. Und dann hoffentlich doch noch meine Fahrt mit Rosa, mit Schwester Rosa im Kolossos. Ja, findet euch paarweise zusammen und tanzt Walzer. Und meine charmante und sehr gut aussehende Kollegin Tatjana Taft, Applaus. Applaus, genau, weil ohne Applaus läuft gar nichts, ist eine derart gute Tänzerin, dass sie auf jeden Fall beurteilen kann, welche 10 Paare die besten sind. Also findet euch zu Paaren zusammen, ja? Haben wir überhaupt 10 Paare? Langsamer oder Wiener Walzer? Ich gebe den Takt gleich vor. Also wir sprechen hier immer noch vom Wiener Walzer, ja? Wenn man von dem Walzer redet, denke ich mal, ja, nicht noch ein Mikro, eins reicht. Also Wiener Walzer und Daphne zählt euch den Takt vor. Und ich werde mir das genau begucken. Ja, ich habe da nämlich doch Ahnung von. Wunderbar. Also alle Paare mal bitte Aufstellung. Hast du deine Kamera auf?
Ja? Und wir tanzen Walzer. La 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 la. Ich hab Angst, natürlich. Angst. Angst? Warum? Ja, weil das jetzt schnell wird. Und ja, hoch. Ich bin bei dir. Und steil. Oh. Nicht steif, steil. Wir fahren in den Tunnel, wir schaffen das. In den Tunnel? Wenn wir wieder ankommen. Ich hab Angst. Wir machen das schon. Ja, wir machen das. Wir müssen einsteigen. Wir haben Spaß. So. Wir sind ganz vorne. Es wird aufregend, oder? Es wird weit. Oh. Okay, wir sind bereit. Nein, es geht nochmal vorauf. Oh, bitte nicht. Ja, ich habe Hals. Ich habe Rücken. Wie war's? War's aufregend? Ach, ein Träumchen. Wie hießt du nochmal? Immer noch Björn. Ich habe Kopf. Aha. Okay. Und ich habe Füße. Oh. Ich habe Kreislauf. Keine Angst, ich bin Krankenschwester, ich kann verarzten. Es war Wahnsinn mit ihr. Sie ist der Hit. Sie kann schreien, das glaubt ihr nicht. Das täuscht. Ja, nein. Dieses Organ. Ja, Mensch, wo fahren wir heute hin? Wir fahren heute Richtung Desert Race, durch Lucky Land, ab Richtung der Piratenbühne. Oh, wir fahren doch mal anders. Ja, ein bisschen. Okay, haben wir ein bisschen anders geplant, jetzt fahren wir halt anders, ist auch mal schön, ist vielleicht ein bisschen länger. Aber wir fahren zur Showbühne von der Piratenshow. Ich würde sagen, wir machen mal los. Und wer mitlaufen möchte, kommt einfach mit und kann sich dann im Anschluss auch vielleicht, wenn wir noch Plätze finden, die Piratenshow anschauen. Also, auf geht's! Die Mini-Parade startet jetzt hier vom Rosatag im Heidepark. Ja, schön. Zeigt euch, seid dabei. Das ist lustig. Okay, Heidepark, Rosatag, es geht zu Ende und zum Schluss müssen wir auf jeden Fall nochmal Scream fahren, das Highlight hier. Ja, ich hoffe, ihr hört mich auch schreien, ich werde es versuchen und bis gleich. Okay, wir leben, wir sind draußen, es war Wahnsinn, ich habe versucht zu schreien, es ist mir irgendwie im Hals stecken geblieben, aber es war genial. Ein schöner Abend, ein schöner Abschluss und jetzt versuchen wir noch auf die Party zu schauen. Schauen, wie die Leute da feiern. Bis gleich. Genau, wir sind jetzt hier gerade so am Abschluss des Rosatags. So, und jetzt willst du mir sagen, wie lang er ist. Dann zieh mal. Dann zieh mal. Was soll ich denn ziehen? Na, zieh! Wie? Ja, wie lang? Du hast gesagt, langes Maßband. Zieh, geh los, geh in die Richtung. Zieh, 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 okay. Zieh. Schauen. Ist ein langes Maßband. Ah, ich merke es. Stopp! So. Okay. Wie lang ist das? Musst du doch, du hast das Ende. 5 Meter? Ja, 5 Meter. Richtig. Gut geschätzt. Das, ist das
Das ist ein bisschen mehr dann. Naja, nein, also 5 Meter schaffe ich es leider nicht. Ja, dann ist schade, so kommen wir nicht zusammen. Oh, du bist echt hart und viel im Nehmen, oder? Ich finde es ein gelungener Abschluss. Ich habe nochmal Rosas Maßband zerstört. Ihre Hoffnung und Träume, also sie wird auf jeden Fall, jeder, der da drüber kommt, ist ein treffsicherer Kandidat für Rosa. Schwester Rosa. Hilfe! Ja, ich meine, wenn es jemanden gäbe, der dieses Maß erfüllen könnte, ich würde ihn auch gern mal treffen. So, ich gebe dir schon mal das Ende. Du kannst ja aufhebeln. Ja, danke fürs Gespräch. War sehr nett mit euch heute im Park. Mein Maßband ist kaputt. Ich schaue gleich mal nach. Euer Moderator hat mein Maßband hinübergekriegt. Ich mache ja nur den Desert Race kaputt. Hm. Der Rosatag 2010 klingt jetzt so langsam aus. Ja. Alles ist hinter uns, die wichtigen Punkte, die Party kommt noch, aber das ist ja mehr Spaß und Vergnügen. Genau. Wie fandest du es im Allgemeinen gelungen? Ich bin ganz schön K.O. Ja. Es waren viele Aktionen, die wir für die Gäste geplant haben. Ich bin froh, dass wir so ein schönes Wetter hatten. So wie beim ersten Rosatag ist auch eben dann das 5. Mal gewesen, das Jubiläum. Ich bin, wie gesagt, begeistert. Viele Gäste, die im Park fahren, die genauen Zahlen kenne ich leider noch nicht, werden wir im Nachhinein jetzt ermitteln. Insgesamt waren aber 16.000 hier, das weiß ich schon. Aber wie viele davon eben zum Rosatag gehörten, kann ich nicht sagen. Aber 16.000 ist schon eine ganz gigantische Größe. Ja. Und davon waren eben auch also mindestens 10%, ne, schwul-lesbisch, wie sich das gehört. Also eine Steigerung im Vergleich zum letzten Jahr. Ja, das würde ich mal so sagen. Okay. Und die Show ist alles? Hat dir gefallen? Wie es gelaufen ist? Ist irgendwas nicht so gelaufen, wie du wolltest? Kann man es verbessern? Was meinst du? Ja, wir konnten jetzt leider nicht noch die extra Fahrzeit im Mountain Rafting machen. Aus dem einfachen Grund, da die Kanu-Meisterschaft einfach noch nicht zu Ende war. Ne? Ich meine, die haben halt ein bisschen länger gebraucht als geplant. Ist aber kein Problem. Wären sonst noch 6 schöne Boote gewesen und ich wäre klatschnass hinterher. Ich bin jetzt noch trocken und muss mich nicht umziehen für die Party. Ist auch mal schön. Wie gesagt, ich freue mich jetzt drauf auf die Party. Ich will jetzt gleich schön feiern gehen. Ihr kommt auch mal ein bisschen mit, oder? Ja, natürlich. Sehr schön. Ja, und ansonsten nächster rosa Tag nächstes Jahr, würde ich sagen. Ja, ich freue mich drauf. Ich werde auf jeden Fall hier sein. Ich hoffe, dich wiederzusehen. Mal schauen, was ihr euch für nächstes Jahr Schönes ausdenkt, mit dem, womit ihr uns überrascht. Ich hatte ja schon meine Überraschung dieses Jahr. Ach so. Meine Überraschung war mein erster Auftritt in der Piratenshow. Ganz ja, eben ich habe dich gesehen, typisch ungeplant. Du bist fast nicht aufgefallen, ich sollte einen besoffenen Piraten spielen. Ich sah nur ein bisschen pink aus dafür, glaube ich. Und dadurch, dass ich heute auch nur Alster hatte, 2 Stück, bin ich garantiert noch nicht betrunken. Du hast an meinem Bier genippt. Genau, an deinem Bier. Na gut, okay, an deinem Bier genippt, ja. Die Lippen befeuchtet.